Sehr geehrte Frau Stadtverordnete Burstede, sehr geehrte Damen und Herren. Was mir in den bisherigen Diskussionen um diesen Antrag immer wieder auffällt, ist der unterschwellige Hinweis auf ein vermeintlich überzogenes Anspruchsdenken. So wird ja sinngemäß letztendlich immer argumentiert, eine heterogene gesellschaftliche Gruppe, die gar nicht einheitlich eines reduzierten Fahrpreises bedürfe, wolle ein Privileg für sich beanspruchen. Mal abgesehen davon, dass so dieselben Leute argumentieren, die zugleich bisher jeden Vorstoß in Richtung eines echten Sozialtickets abgelehnt haben und damit bewiesen haben, dass Armut und soziale Bedürftigkeit für sie wohl gerade kein Kriterium sind. Mal abgesehen davon, dass wir aufgrund zunehmender instabiler Beschäftigungs- und Lebensverhältnisse auf das Problem einer drastisch zunehmenden Altersarmut zu steuern, ist die Entwicklung der Fahrpreise doch davon geprägt, dass der Normalpreis, sowohl was das Einzelticket als auch was Monats- und Jahreskarten betrifft, kontinuierlich steigt und zugleich immer mehr gesellschaftliche Gruppen Ermäßigungen und Subventionen erhalten, um sie zum Umstieg auf den ÖPNV zu bewegen. Und es ist ja nun tatsächlich gerade in den letzten Jahren immer mehr geworden. Die Studierenden haben seit vielen Jahren ein Semesterticket, die Beschäftigten der Stadt Kassel haben seit Januar ein Jobticket für 40 Euro im Monat, Schülerinnen und Schüler haben inzwischen ein Schülerticket für umgerechnet ca. 30 Euro im Monat. Die Landesbediensteten haben ab Januar oder seit Januar mit dem Jahresticket den Nulltarif hessenweit, den wir gerne umlagefinanziert womöglich für die Stadt Kassel für alle anstreben. Und ich halte alle diese Regelungen für sinnvoll und notwendig, wenn auch letztendlich ausbaufähig und richtig auch gerade als Zwischenlösung. Warum also sollten nicht auch die Seniorinnen, immerhin fast 40.000 Bürgerinnen dieser Stadt, ein Jahresticket für 300 Euro nutzen können? Und warum sollten alle, die in Kassel mit Bus und Bahn fahren wollen, gezwungen werden, den Kassel-Plus-Tarif mitzubuchen, auch wenn sie ihn gar nicht brauchen? Wir halten den vorliegenden Antrag des Seniorenbeirats für einen von vielen kleinen und notwendigen Schritten auf dem Weg hin zum Ziel deutlicher Fahrpreissenkung und letztendlich dem Nulltarif im ÖPNV. Und wir müssen und können den ÖPNV-Anteil am Gesamtverkehrsaufkommen deutlich erhöhen, genau wie wir auch den Fuß- und Radverkehr fördern müssen. Notwendig ist dies vor allem aus umwelt- und verkehrspolitischen Erwägungen heraus, aber auch, um die Straßen von unnötigem Autoverkehr freizumachen und wieder diese in stärkerem Maße allen Verkehrsteilnehmern zurückzugeben. Und es geht dabei auch um Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Und für diese ist auch der Zugang zur Mobilität eine der Voraussetzungen. Und Mobilität bedeutet eben nicht, und gerade für ältere Menschen nicht, dass alle in ihre eigene tonnenschwere Blechkiste durch die Gegend fahren, sondern dass die Möglichkeit besteht, zu einem fairen Preis mit Bus und Bahn in der Stadt unterwegs zu sein. Aus all diesen Gründen unterstützen wir den Antrag des Seniorenbeirats und bitten Sie, dies ebenfalls zu tun. Danke.